Hugo Michel ist einer der bekanntesten Söhne der Stadt Apolda. Seit nunmehr 100 Jahren zählen seine Briefmarkenkataloge in Europa und der ganzen Welt zu den meistverbreiteten. Das Glockenmuseum widmet ihm zu diesem Jubiläum eine Sonderausstellung. Also Michel-Kataloge sind Standardwerke für Briefmarkensammler. Oder der Michel-Katalog hat sich zum Standardwerk entwickelt, so können wir vielleicht auch sagen. Hugo Michel war schon im Kindesalter begeisterter Briefmarkensammler. In Apolda führte er ab 1892 eine Briefmarkenhandlung. Er hatte dann in den 90er Jahren bereits Preislisten erstellt. Er hat sich intensiv damit befasst, also kannte eben die Marktlage gut. Und man könnte sagen, dass die Preislisten wie eine Art Vorgänger waren seines Kataloges. Der Katalog, den er dann 1910 letztendlich herausgegeben hat, der beschränkte sich auf Europa, während die zu der Zeit üblichen anderen Kataloge waren alle Weltkataloge. Also das heißt, sie haben auch Übersee mit eingeschlossen und waren dadurch natürlich teurer. Und er erreichte mit seinem Katalog den kleinen Sammler, also der eben nicht so viel Geld zur Verfügung hatte, um eben einen großen Katalog zu kaufen, wie zum Beispiel von Gebrüder Senf. Inhaltlich und formal hat sich der Thüringer an bereits existierenden Katalogen orientiert. Jedoch hat er sie erweitert und eine eigene Systematisierung vorgenommen. Neben dem Leben und Werk Hugo Michels werden auch besondere Briefmarken ausgestellt. Darüber hinaus geht die Ausstellung auf den Schwaneberger Verlag ein, der den Michel-Katalog seit 1919 herausgibt.